Der Abend war teuer genug. Ein Bier. 34 Euro Deckel hier. Ich habe die Leute beschissen, du. Wenn die Leute nicht mehr mitrechnen, was sie getrunken haben, können die Ausnahme des Clubs gar nicht. Wirklich wahr, ne? Das ist genauso wie mit der Fernsehtechniker. Weil mit der Fernsehtechnik kennt sich kein Mensch aus. Wenn du einen Fernseher in Reparatur gibst beim Fernsehtechniker, der kann machen, was er will. Ja? Der kennt die Fernsehtechnik, das kennt man nicht. Bildröhre oder sowas. Kennt kein Mensch. Witzke, weißt du, wo wir hinfahren? Nach Dönigheim. Richtig. Dönigheim, Berliner Straße. Ja. 34 Euro Deckel, du, das vergesse ich mein Laptop nicht. So ein hoher Deckel hier. Das hatte ich in Sachsenhausen, hatte ich so einen hohen Deckel nicht. Aber Mercedes hat Feuer unter der Haube. Ja. PS, 130 PS, ne? Locker, oder? Ja. Locker, merke ich sofort. Ja, das ist ja kein Mercedes. Ach, kein Mercedes? Ah, ein Skoda, ja. Skoda. Merke ich sofort. Geht auch, steht auch hier. Ein bisschen Spaß muss sein, you know. Jawohl, das trifft sich gut, das Grün ist. Mit Geld ist grün, wir zahlen weniger. So ist das, ja. €34, sagte zu mir, die Stängel sind klein. Ja, was habt ihr da getrunken? Ein Weizenbier. Was Spezielles. Ein, zwei Weizenbier, ein Jägermeister. Sagte zu mir, €34. Ich hab gedacht, ich werd bekloppt hier, du. Das waren schon ein paar mehr. Also ein paar das mehr. Das war wirklich zentral in Hanau. Nie wieder. Einmal, letztes Mal. Automatisch letztes Mal. Lass es 6 Weizen gewesen sein. Und Jäger und ein Apfelwein und also ja, sind das 34 Euro, sind das 68 Mack. Da muss ich 2 Stunden arbeiten, 3 Stunden arbeiten dafür. Aber in 3 Stunden hast du es wieder versoffen, das kommt ja hin. 4 Stunden Arbeit und 1 Stunde in die Kneipe. Das ist mein Leben. Ach du Scheiße, ey. Wir machen was verkehrt jetzt, gell? Wir müssen Manager werden vom Büro. Ja, 37. Na doch, du hast noch 10 Euro essen, locker. Ja, 6 Euro essen. Ja. Ich hatte auch gleich viel. Letztes Mal war ich da, die haben mich beschissen hier, du. Ja, Ramona hat bestimmt gedacht, wer ist denn das? Die Ramona kennt dich. Woher denn? Aus der Schule. Ach, aus der Schule. Dann bald 2 Uhr, heute gehen wir nicht mehr in die Klause. Nee, in die Klause gehen wir nicht mehr. Richtig. Wir gehen in den Eulenpub. Ja, genau. Leck mich am Arsch, ey. 34. Stell dir mal vor, du hast 2 Weizenbier getrunken, einen Schnaps. Ja. Und dann sagt die zu dir, du hast Rechnung 34 Euro. Naja, du musst hier 5 Weizen noch dazu rechnen. Ja, ja, mal abgesehen davon, ja. Und den Apfelwein? Ja, ja. Guck mal, ein Apfelwein macht jetzt auch nicht die Welt. Das wird nicht so viel kosten hier. Und was wird denn kosten? Ebelwein 20 Euro oder was? Martin hat sich aber auch echt verändert, gell? Ja, Martin hat sich verändert, du hast dich verändert. Du auch? Ja. Aber sonst nicht viel. Dennis ein bisschen. Ja, Dennis ist nicht so klein gewesen wie damals. Ja, damals war er kleiner.
Und Alex, die Kickers morgen. Wie spielen sie? Morgen verlieren wir gegen Aachen. Wieso verliert ihr? Weil ich schon dreimal auf dem Spiel war gegen Alemannia Aachen. Daheim. Und wir haben alle dreimal verloren. Wird es dann vierte Mal genauso sein. Wobei, Fitzke, Aachen bringt gut Auswärtsfans mit, gell? Ja. Das heißt, morgen ist gut Stimmung im Stadion. Kannst du ruhig mal mitkommen. Meinst du, es gibt noch Karten? Klar. Wenn ich da sage, hier mein Witzke kommt mit Nein, dann ist das kein Problem. So, Witzke, wo müssen wir halt hier? Ja, so noch 50 Meter. Ja, hier ist schon in Ordnung. Ja, okay, ja, hier sind wir uns raus.